Wir haben Leute, die filmen immer noch mit, ich sag mal, Sony Alphas aus dem Anfangs- bis mittleren Segment und haben Projekte, die so um die 20.000 Euro einbringen als Filmemacher. Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video geht es um ein sehr wichtiges Thema, gerade für Filmemacher, und zwar das Thema Videoqualität. Und dafür habe ich ein bisschen was vorbereitet, und zwar will ich mal so ein bisschen zeigen das Thema Wachstum, Qualität anhand von unseren Videos. Und dafür habe ich so eine kleine Timeline erstellt. Wir starten mal hier mit Ende 2018, wo Filmmaker Marketing gegründet wurde. Aus dem Wohnzimmer heraus das erste Video gedreht, wie man sieht, total überbelichtet. Kein wirkliches Licht eingesetzt. Und vom Ton wollen wir gar nicht erst sprechen. Das war so der Anfang. Dann hatten wir Mitte 2019, dann kam schon das Flipchart dazu, aber es war trotzdem alles noch irgendwie im Wohnzimmer. Und man sieht, oben links ist noch so ein bisschen was von der Lampe und auch jetzt nicht die beste Qualität videotechnisch. Dann Mitte 2020 kam schon auch ein Rimlight bzw. mehrere Lichtquellen dazu. Der Hintergrund, man sieht auch so kleine Branding-Elemente. Wir hatten hier schon dann auch so ein Roll-Up. Und jetzt der aktuelle Zeitpunkt, Anfang 2021, ein Studio eingerichtet für unsere Videos. Immer auch mal wieder Gäste, und wir arbeiten sehr viel mit Belichtung. Und warum erzähle ich das Ganze jetzt? Ich möchte jetzt hier mal kurz einmal darstellen, wie viel hat die Qualität am Ende mit dem Wachstum für dich als Selbstständiger zu tun? Und wenn man sich jetzt mal hier die Videos anguckt, dann war hier so zwischen diesen beiden, waren wir schon an einem Punkt, wahrscheinlich so Mitte 2019, wo ich schon wirklich Probleme hatte, alles alleine zu machen. Also habe ich schon wirklich gemerkt, ich komme so mit meiner eigenen Person an meine Grenzen und ich brauche wirklich dringend Leute, die mir helfen. Anfang 2020 kamen die ersten Mitarbeiter und jetzt sind wir mit Vollzeitangestellten und Freelancern so bei 8 Leuten jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Und worum geht es jetzt im Grunde, oder was ist jetzt das Interessante für dich als Filmmaker? Und zwar will ich dir mal hier kurzes im Grunde Rätsel stellen, eine kleine Frage stellen, und zwar: Wer erkennt die Qualität von einem Video? Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, wer kann besser beurteilen, wenn er ein Video sieht, ist das Licht gut, ist das Grading gut, ist der Bildausschnitt, das Framing gut, ist der Ton gut? Wer erkennt es besser? Du als Filmemacher oder dein potenzieller Kunde, der Unternehmer? Wahrscheinlich wirst du antworten, ich als Filmemacher erkenne die Qualität von einem Video, erkenne da eher, ist das gut oder ist es schlecht? Und warum frage ich das? Im Grunde geht es darum, wir sprechen ja Filmemacher an mit unseren Videos, mit den Videos, die du gerade gesehen hast. Und vor allen Dingen, ich gehe nochmal kurz zurück, hier in dem Bereich haben wir ja eine Zielgruppe angesprochen, die sehr viel Wert darauf legt und natürlich ein Video sehr stark auch auf die Qualität runterbricht und demnach auch das Ganze, die ganze Firma so gesehen beurteilt. Und trotzdem sind wir hier extrem stark gewachsen, obwohl wir mit schlechter Videoqualität Leute angesprochen haben, die sehr viel Wert darauf legen. Jetzt kannst du dir ja ausmalen, wie das ist, wenn du als Filmemacher jemanden ansprechen möchtest, also einen Unternehmer, der noch weniger Ahnung von Qualität hat. Und da kommt man auch direkt zu dem Punkt: Wachstum entsteht durch Kunden, nicht durch Videoqualität. Weil dadurch, dass du Kunden gewinnst, dadurch, dass du dich auf Marketingaktivitäten konzentrierst, und natürlich verkaufst du das Video, das ist mir auch völlig klar, aber du musst dir bewusst werden, dass diese Videoqualität im Detail, und ob es jetzt eine Red ist, ob es die Sony Alpha ist, ist scheißegal, das interessiert den Kunden nicht. Wir haben Leute, die filmen immer noch mit, ich sag mal, Sony Alphas aus dem Anfangs- bis mittleren Segment und haben Projekte, die so um die 20.000 Euro einbringen als Filmemacher. Und das zeigt ganz deutlich, dieser Fokus auf die Qualität ist nicht das, was dich als selbstständiger Filmemacher zum Wachsen bringt, sondern Wachstum entsteht durch Kunden und Qualität entsteht durch Kunden. Das ist nämlich die gute Nachricht, weil zum Beispiel die Videos, wie wir sie jetzt produzieren, die sind auch dadurch entstanden, dass wir erst Kunden gewonnen haben und jetzt auch wieder wirklich die Mittel haben in Form von, im Grunde Budget, Geld, womit wir auch wirklich jetzt hier ein Team beschäftigen können, uns Lichter kaufen können, Kameras kaufen können, also alles quasi investieren können, um die Qualität wieder zu steigern. Das heißt, wenn du Kunden gewinnst, wächst du nicht nur als Filmmaker, sondern auch die Qualität deiner Videos, was du ja ursprünglich gerne hättest, wird dadurch auch viel stärker beschleunigt. Und deshalb mein Appell an dich, meine Empfehlung, das Fazit: Fokussiere dich mehr auf die Kundengewinnung.
Wenn du gerne mehr dazu erfahren willst, geh gerne auf www.filmmaker-marketing.com. Da kannst du dich anmelden für ein kostenloses Gratis-Coaching. Ansonsten habe ich für dich hier mal zwei Videos vorbereitet. Einmal ein Video zum Thema Equipment versus Marketing. Worin sollte man zuerst investieren? Und dann noch ein Video zum Thema Kreativität versus Struktur. Da haben wir einen Workshop gefilmt und auch da gehen wir nochmal auf dieses Thema ein. Ansonsten, ja, schreib uns gerne bei Instagram, wenn du Fragen hast. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.